Beim Frühlingserwachen in der Schlosshalle Vösendorf war reger Andrang. Der Pensionistenverband sorgte für musikalische Unterhaltung und köstliche Mehlspeisen und Brötchen, die übrigens alle selbstgemacht sind. Heute ist überhaupt sehr toll, weil halt sehr viele Mitglieder gekommen sind und ich glaube, sie unterhalten sich recht gut und konsumieren also die Brötchen und die Mehlspeisen, die alle selbst gemacht sind und freuen sich darüber, dass sie das also jeweils bei uns bekommen. Die wissen das schon, dass das bei uns hausgemachte Mehlspeisen gibt. Wer sorgt denn heute für die musikalische Unterhaltung? Wir haben einen Gast aus Fischbach, aus der Steiermark. Der kommt jedes Jahr und spielt mit großer Freude für uns auf. Was glauben Sie, macht den Pensionistenverband so etwas Besonderes, dass so viele Menschen sich jetzt zusammenfinden? Natürlich, es sind ganz einfach ältere Menschen. Manche sind alleine natürlich und da sind solche Veranstaltungen ganz wichtig, dass sie zusammenkommen, dass sie wieder plaudern können, dass sie sich vielleicht wieder treffen. Ich denke mir, das gehört ganz einfach dazu. Wie gut eignet sich das Schloss Vösendorf denn für so eine Veranstaltung? Für unsere Veranstaltungen eignet sich das Schloss sehr gut. Wir kriegen es zur Verfügung gestellt und wir können hier den Leuten aus unserem selbst hergestellten Brötchen und so weiter die Leute bewirten. Und es bleibt dann ein bisschen was in der Vereinskasse natürlich auch über dadurch. Und das ist ja erfreulich. Wir haben auch sehr viele Ausgaben, wir haben viele große Veranstaltungen und die müssen auch finanziert werden. Alle Veranstaltungen des Pensionistenverbandes sind sehr wichtig, weil sie ein Leben hineinbringen in unsere ältere Generation. Und unser Pensionistenverband ist ja sehr, sehr vielseitig tätig mit Pensionistennachmittage, Ausflüge, ja sogar Reisen. Jedes Jahr gibt es eine große Seniorenreise. Heuer zum Beispiel fliegen wir, ich weiß nicht mit wie vielen tausend Leuten, auf die Insel Kreta. Und so wird für den Pensionisten immer was geboten.